Hola Leute, willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction. Ich kam gerade von einem Geburtstag direkt hier hingesetzt und geschaut, ist der Trailer schon online? Ist er online? Und er ist online. Ja, und wir schauen uns den jetzt zusammen an. Ich bin super gespannt. Ich finde, die Zeichen stehen gut. Ja, wir haben wieder Patty Jenkins als Regisseurin, ja, wie auch im ersten Teil. Wir haben, und das ist ganz, ganz wichtig, also für mich persönlich super wichtig, Hans Zimmer ist der Komponist. Hans Zimmer für mich, was Filmmusik angeht, der allerbeste. Ja, also da bin ich, das kann für mich einen Film so viel besser machen, wenn er die Musik macht. Bei Man of Steel ist ja auch so, ohne die Musik wäre der Film nur halb so gut, ist meine Meinung. Ja, Zack Snyder ist Produzent und Gal Gadot ist natürlich wieder dabei. Und wir haben Cheetah, ist hier in diesem Film. Also ich bin einfach mega gehypt, Leute. Komm, wir gehen jetzt hier rein. So, wir schauen uns den Quatsch hier mal an. Das heißt Quatsch, es wird epic. Ich hoffe, es wird episch. Ich habe mir diesen kleinen Teaser-Snippet, habe ich mir schon angeschaut. Und ja, ich würde sagen, Wonder Woman 1984 in 3, in 2, in 1 und go. Ich drehe so auf. Wird eh gestrikt, das Video, weil Warner Brothers irgendwie nervig ist. We all have our struggles. Have you ever been in love? Das ist Cheetah. A long, long time ago. Bitte sei episch, Cheater. Bitte. So many times. Yeah, all the time. Okay. Geht da was? Ich weiß es nicht. Okay, cool. Welcome to the future. Ach du Heilige. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. Warte, war das gerade Maxwell Lord? Ich hab nie aufgepasst. Pedro Pascal spielt ja Maxwell Lord. Könnte er gewesen sein. Think about finally having everything you always wanted. Okay, everything you always wanted. I can save today. But you can save the world. Das ist eine Casio-Uhr, geil. Oh, die waren so süß einfach im ersten Teil, die beiden. Hammer. Da ist er. I take what I want in return. Pedro Pascal liebe ich auch als Schauspieler. So ein guter Schauspieler. Das ist doch nur eine Patrone, warum schlägt sie die noch weg? Da ist Cheetah, okay, bitte verwandle dich, ich will es sehen, Mann. Oh Mann, please. Und nicht nur ein Anzug und so, sondern ich hab wirklich... Also, weißt du, die Trump-Mauer, die da zerstört wurde? Oh, wie süß. Musik ist geil. What the hell? Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think. Whoa, das ist episch. Sie schwingt an. Whoa! The fuck is. Moment, was ist hier gerade. It's just a trash can. Ey, Chris Pine ist einfach mega. Wo ist Cheetah? Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die zeigen hier Cheetah nicht? Stattdessen sehen wir Wonder Woman in so einem crazy Mega-Rüstung einfach. Ich weiß nicht, was das für eine. Okay. Ich schau mir den Trailer kurz, wir analysieren das Ding kurz, okay? Bleibt dran. Okay, ja, also ich habe noch ein paar Mal durchgeschaut und nicht wirklich weiteres mega Interessantes gefunden. Also diese Rüstung, die sie anhat, die ist wohl von den Kingdom Come Comics. Ja, finde sie doch ganz cool aus. Man hat es tatsächlich auch auf einem Poster mal gesehen. Es gibt jetzt auch ganz neue Poster, die finde ich alle echt einen nice Style haben. Ich blende euch die hier einfach mal ein, die ganzen neuen Poster. Ja, ansonsten irgendwie wie beim Black Widow Trailer, cool. Also wirklich, ich finde, sieht wirklich gut aus. Aber die Schurken, ja, wo sind die Schurken? Wir haben hier weder Cheetah gesehen, noch wirklich was von Maxwell. Also das sind so die beiden, die jetzt hier im Trailer bestätigt sind. Die sieht man, aber ja, da fehlt irgendwie noch was. Ist für mich eher wie so ein Teaser-Trailer als ein tatsächlicher Trailer. Aber ich finde es cool. Ich finde ihr neues geupdatetes Standardkostüm, sage ich mal. Ich finde, das sieht viel besser aus als noch in den letzten Teilen. Und ja, Gal Gadot ist ja einfach Wonder Woman. Ich finde, macht das echt einfach überragend. Ich verstehe nicht ganz, was diese
Amazonen-Olympiade sein soll, die hier stattfindet. Das sieht sehr weird aus. Wie so Ninja Warrior einfach. Also keine Ahnung. Kenne ich aus den Comics zumindest nicht. Wie sie da mit dem Blitzen spielt, finde ich super lustig. Bisschen bescheuert, aber cool. Ja, es ist so auf der Grenze. Ne? Das ist irgendwie schon cool. Gab es auch in den Comics. Also, das ist eigentlich ganz nice. Ich mag den ganzen Style, ich mag das Setting. Ich mag die Typografie und so, keine Ahnung, das sind so Sachen, die ich als Designer halt ganz cool finde. Die vielleicht niemand sonst interessieren, aber finde ich ganz schön. Naja, und was natürlich auch noch fehlt, ist halt Hans Zimmer. Ich habe mich eigentlich voll drauf gefreut und dann höre ich einfach eigentlich nichts von ihm. Also zumindest hat sich nichts hier nach Hans Zimmer angehört. Ja, wir müssen abwarten. Ich finde das sehr schön. Es wird viel auf Cheetah angespielt, aber sie wird leider nicht wirklich gezeigt. Wie gesagt, auf dem Poster sieht man sie, ja, da zählt nur so Sachen an halt, ne? Also das will ich nicht im Film sehen. Also Cheetah, wenn die wirklich. Ich bin dann bei Black Mask schon ein bisschen getriggert, weil wir haben ein neues Bild von Black Mask gesehen, immer noch ohne Maske, was bescheuert ist. Wirklich bescheuert. Ich meine, ja, nee. Also Black Mask gehört auf dem Poster mit Maske. Ganz egal, wer der Schauspieler ist. Und vor allem Ewan McGregor ist jetzt auch nicht so fame, als dass man über ihn irgendwelche Leute ins Kino locken könnte, finde ich persönlich. Deswegen gebt ihm die Maske. Naja, und hier bei Cheetah habe ich dieselbe Angst, ne? Dass sie jetzt den Charakter einfach nur so Kleidung geben, aber sie einfach nicht wirklich sich verwandelt. Das ist ja so lame. Also da bin ich noch ein bisschen ängstlich. Aber sieht cool aus. Das ist eure Meinung, Leute. Ich freue mich ganz ehrlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt lade ich das Ganze hoch. Wird sehr spät. Also für alle, die jetzt die Reaction schauen, ab ins Bett. Und ja, ciao. Ich geh jetzt auch pennen.